Einen wunderschönen guten Abend. Also bei so sprich einen wunderschönen guten Abend, da kenn ich Platze. Da kenn ich den Scheitel auf die äußerliche Struktur von der Kapkrähen. Oder guten Abend, die Herrschaften. Wenn mir ins Lokal kommt, der sagt, guten Abend, die Herrschaften, drehe ich mich zuerst mal noch einmal rum, ob hinten dran noch einer kommt. Da sage ich immer, ach was, das ist meine Frau. Herrschaften. Sind Sie Herrschaften? Herrschaft noch im Hohe. Es reicht doch, wenn man sagt, Tag oder Glück auf. Es kommt doch sowieso immer wieder zu Problemen mit der Sprachverständigung. Angenommen, ein Ausländer, es muss doch nicht immer Ausländer sein, ein Engländer, froh dich was? So, das sagt man doch, weil man ihn nicht versteht. Hä? So, dann versteht der dich nicht. Dann sagt der ein englisches Wort. Nicht? Und schon dreht sich der Kreislauf im Ding. Nee, du deutlich schwätze. Glück auf, fertig. Also ohne fertig. Glück auf, der Steiger kommt. Vor ein paar Tagen war unterhalb von unserem Haus die Straßenlampe kaputt, sind sie auch mit einem Steiger gekommen. Das ist aber so, soll ich sagen, ja, wie eine Hebebühne. Weißt du, so hydraulisch. Also da ist in dem Gestänge, ist noch ein Gestänge. Wie bei den russischen Spielzeugfiguren. Wo man da so aufschraubt, wo dann immer noch eine russische Figur drin ist. Ne? Eine Kalinka in der anderen. Ne? Und bei dem Steiger geht das hydraulisch. Ne? So, jetzt war ich erzählen wollte, und der Steiger war kaputt. Bin ich hinein und sagt, Glück auf, der Steiger klemmt. Nee, aber wie gesagt, wenn Sie ins Lokal kommen und es heißt, guten Abend, die Herrschaften, muss ich aufpassen. Da ist das vorneweg 2 Euro teurer. Mich hat neulich auf der Straße einer angehalten. Da in der Mitte so ein Streifen hoher. Wisch wie so ein schmaler Pinsel. Ne? So ganz farbig und so eine oben. Ich sag mal dann, nicht Kerosin. Erokiesenschnitt. Ne? Der hat ausgesehen wie ein römischer Soldat, wo explodiert ist. Und da hat er mich doch so finanziell angeschwätzt. Ob ich ein Euro hätte. Heinz im Hilde gesagt, sogar die Gammler sind teurer wo. So. Jetzt, was wollte ich dann? Ich wollte Ihnen was sagen. Ich habe gedacht, ich sage es gleich, dann wissen Sie es. Geht's Ihnen auch also? Da will man was sagen, sagt was anderes und weiß nicht mehr, was man sagen will. Ne? Neulich einen Namen gesucht. Mensch, du, mir wird der Name Ihnen gefallen. Ich habe zum Hilde gesagt, kannst mich durchschlagen. Ah, das war's. Ich muss auf die Beerdigung. Ich wollte sagen, ich kann halt nicht so lang bleiben. Ne? Jetzt, wie machen wir dann das? Sie könnte höchstens. Nee. Nee, ich wollte sagen, sie könnte mitgehen, aber. Darf das halt nicht klatschen, ne? Ich weiß nicht, ob Sie den gekannt haben. Rufing Ottmar. Vor 3 Wochen ins Krankenhaus kommen. Ne?
muss irgendwie bei der Operation noch und tja, all die Jahre gesund. Privatpatient. 45 Jahre unfallfreie Gefahr. Ne? Am Stammtisch haben sie gesagt, er hätte einen Kunstfehler gehabt am Herz. Mir ist es ja in der letzten Zeit auch nicht so, wie es mir sein soll. Ne? Vermute, das ist mir Maren oder mir ist es nicht. Ich habe den Eindruck, dass ich bei einer bestimmten Menge esse, bin ich plötzlich satt. Völlig kalt. Oder? Früher habe ich Kautabletten, ein Glas Wasser, dann war es wieder in Ordnung. Aber in letzter Zeit esse ich so viel Tablette, da bist du von der Tablette schon satt. Neulich haben wir tiefgefrorener Spinat gegessen. Also aufgetaut. Ein Morgens im Badezimmer beim Rasieren sagt Hilde, heute könnte man noch mal Spinat essen. Na, ich gesagt, nein, später, wie ich in die Küche gekommen bin, habe ich den holsteinischen Spinat schon mal aus dem Tiefgefrierfach, das habe ich ja gemacht, und habe die zwei Päckchen Spinat neben die Spüle gelegt. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass es Hilde morgens gleich, wie es mich gefroht hat, auch schon ein Päckchen Spinat rausgeholt hat. Um 11 Uhr habe ich zum Hilde gesagt, willst du deine Spinat nicht schon mal warm machen? Und es sagt Hilde, ach Gott, wir haben ja schon 11 Uhr. Ich habe noch irgendwas zu machen gehabt. Den Müll eben habe ich reingefahren. Dann hat es Hilde vor lauter, weil es schon so spät dran war. Und wenn ich sie nicht dran erinnere, halt das für seine Gedanken nicht zusammen. Hat noch ein Päckchen Spinat aus dem Tieffach geholt. Der Redewendung letzter Schluss. Am Ende vom Lied haben wir 4 Päckchen Spinatelei gehabt. Aufgetaut. Aufgefrostet. Sagt Hilde, ach du lieber Gott, sagt normal esse mir ein Päckchen jetzt wett. So ein Päckchen Spinat hat 450 Euro. Gramm. Das war so viel Spinat, hätte ich einen ganzen Kindergarten damit verschrecken machen. Der Stefan hat an dem Tag keine nicht mitessen. Der war nicht da. Und du kannst ja deine Spinat auch nicht roh essen. Also ohne Schnitzel und ohne Kartoffeln. Ne? Auf einmal sagt Hilde, es wäre satt. Aufgehört zu essen. Stur wie ein Panzer. So, jetzt habe ich den Spinat am Hals gehabt. In Gefriere kam man nicht mehr, ne? Ja. Irgendwann war der Spinat all. Ich habe zum ersten Mal gespürt, wie viel Eisen im Spinat ist. Ich habe auch gedacht, jetzt nur nicht am Magnet vorbeilaufen. Ach, habe ich in der Nacht so schlecht geschlafen. Ich habe geträumt, es Hilde wäre auf mich gefallen. Ah ja, annähernd 2 Kilo Spinat. Uns Hilde, das trägt dich in die Matratze. Hast dann im Lein doch so einen Abdruck. Ne? Wie bei der Kinderwurst.
Weißt du, wo sie so Mickey-Maus-Gesichter denn machen, ne? Nur in dem Fall war der Abdruck ich. Dann zum Hilde schon gesagt, wenn wir so weitermachen, brauchen wir auf unsere Figur nicht aufzupassen. Die meldet sich dann schon von selbst. Ich sage immer, wenn man so an sich runterguckt und das Wesentliche nicht mehr sieht, ne? Also die Fies, dann geht's rund. Wo wir gerade beim Essen sind, also drüber schwätze. Der Erich sagt, er hätte neulich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber zuzutrauen wäre es ihm, er hätte neulich da so einen französischer Käskes, so runter, den kenne sie auch. Wie hat er gesagt? Pepipel. Den hätte er ges. Sagt er, aber er hätte außer das rote ges. Weil sah da innen drin das helle Gummizeug. Ne? Hätte geschmeckt wie Plastik. Ich habe gesagt, Erich, das muss ich doch am Geschmack gemerkt haben. Und dann sagt er, ja, das Rote wäre würziger wie innen drin das. Er hätte angenommen, das wäre nur deswegen drin, damit das Rote nicht zusammenfällt. Der hat ja auch im Restaurant den Kellner gefragt, ob auf die Muschelschale Pfand wäre. Ne, sagt er, warum machen Sie das Rote überhaupt drumherum? Ha, ich sag, warum? Warum? Ha, ich sag, Erich, warum? Warum machen Sie ums Flasche Bier Glas? Ich sage, das ist die Verpackung. Das kann ich doch nicht essen. Wäre ich ja blind. Ne, sagt er, ja, er hätte heim Fotos, da hätte er rote Augen drauf. Ich sage, das kommt von dem Pepipill. Blindheit ist ja gut, der Blinde sieht das anders. Ne? Man sagt ja auch, Liebe macht blind. Bei mir hat's nicht geklappt. Ich muss mir seit 40 Jahren das Hilde angucken. Ne? Oberhalb von dem Industriegebiet, wo sie vor 2 Jahren die Straße neu gemacht haben, da ist jetzt einer, der tut blinde Hunde ausbilden. Ne? Sagt Hilde, ach Gott, die armen Tiere. Ich habe gesagt, die Hunde sind noch nicht blind. Ich habe gesagt, die wäre ausgeblindet. Ausgebildet. Ne? Dass die dann halt für den Blinde sehen. Jetzt muss so gesehen. Ne? Delfine sind ja auch so intelligent. Ne? Gut, kannst du jetzt in dem Sinn für Blinde nicht nutzen. Ne? Es sei denn, er ist Nichtschwimmer. Ne?
Der Blinde sieht ja nachts, kann schon sagen, genauso viel wie tags. Ne? Obwohl, man kann ja heutzutage an der Aue schon einiges machen. Ne? Wo die ja stelleweise schon operativ dran gehen. Ne? Operativ. Ne? Wo die dann eine Schicht von der Hornhaut, nicht eine Schicht von der Netzhaut, also ganz dünn, ne? Hauchdünn. Ne? Wie dort die italienische Vorspeise. Also noch dünner wie dort das Otello Tornado. Ne? Arbeitskollege von mir, der hat so schlechte Augen gehabt, der hat ganz dicke Brillengläser gehabt. Ne? Und da wäre die Aue ja regelrecht vergrößert. Ne? Der hat am Schluss ausgesehen wie ein Goldbarsch bei der Vollbremsung. Der Meierkurt war neulich beim Auearzt, der hat gesagt, Herr Doktor, sagt er, mit meiner Aue wird es immer schlimmer. Er tät noch nicht mal mehr die Buchstaben an der Wand sehen. Na, der Doktor gesagt, ja, Herr Meier, wir sind ja auch noch gar nicht im Behandlungszimmer. So, jetzt sind Sie in so einem Raum. Und hat der Doktor gesagt, jetzt lesen Sie mal das, was da hinten an der Wand steht. Und er hätte auf so einer Tafel oder wie man das sagt, hätte gestanden C, Z, A, J, A, C, C, J, so irgendwas halt. Ne? Na, der Meier hat gesagt, das brauche ich nicht zu lesen, den kenne ich, der schafft bei mir. Also ich verstehe das so mit dem Euro, wie das alles zusammenhängt, ich verstehe das nach wie vor nicht. Ne? Der Schindler Gregor, der Vorstand von unserem Verein, der macht immer Urlaub in Spanien. Der flieht da immer nur Dings, wie sagt er immer? Pistazien, nee, Malaga. Hm. Also irgendwas aus dem Eisbecher. Ne? Und der sagt, er bezahlt da unten in Spanien fürs Bier wesentlich mehr wie du. Ja, dann brauchst du das mit dem Euro auch nicht zu machen. Ne? Also. Der sagt, er bezahlt da unten für eine Pizza 40 Euro. Nicht aus Platin. Ganz normale, dreckige Pizza. Ne? Und du hast ja im Laufe der Zeit von den ganzen Teilnehmerländern da von dem Euro hin auf die Münze da die Motive gehabt da von den Ländern. Ne? Gut, musst nicht umtauschen. Ne? Noch nicht. Ne? Ich steh jetzt lieber noch einmal umtausche und für das Bier ordentlicher Preis bezahle. Ne? Und dann die ganze Klauerei in den Ländern. Ne? Er sagt, der Schindler Gregor, gerade in Spanien. Ne? Ja? Gerade in Spanien. Der sagt, da stehst du da, drehst dich kurz herum, sagt er, wenn du wieder guckst und sie haben dir nichts geklaut, hast du Glück gehabt. Ne? Ja, da sind ja dort regelrechte Bande. Ne? Gerade in den südlichen Ländern. Ne? Die haben ja den sammlerischen Jagdtrieb im Blut. Ja? Die machen dir noch ein schlechtes Gewissen, wenn du nichts dabei hast, wo sie klauen können. Ich meine, das kann dir da bei uns auch passieren. Nur bei uns sind das ja, sagt man dann, Kriminelle, ne? Die haben das gelernt. Der sagt, dort laufen Neger rum, regelrechte Neger. Ne? Ja? Sagt, die haben im Juppe Uhren aufgereiht wie ein Gewürzregal.
Der sagt, er kennt einer, dem haben sie in Spanien auf dem Flugplatz den ganzen Koffer geklaut. Dreht sich kurz zu seiner Frau, dreht sich wieder zurück, Frau fort. Koffer fort. Dann hätte sie noch gesagt, ja, um meine Schminktasche. Dann hat er gesagt, die war im Koffer, die sah fort. Und dann sah sie, und die rote Schuhe, ah, weg. Dann hat er gesagt, ajo, alles, was im Koffer war, ist fort. Und dann sah sie, und der schöne bunte Schal, ah. Hat er gesagt, Gertrud, du mir jetzt einer gefallen, mach jetzt kein Inventur. Alles, was im Koffer war, ist fort. Dann hat sie gesagt, sah sie, ach du lieber Gott, sah sie, muss ich heute oben, wenn wir essen gehen, den Bikini anziehen. Hat er gesagt, nee, das machst du nicht, der war auch im Koffer. Sah sie, ja, und jetzt? Dann hat er gesagt, gehen wir halt in die Sauna essen. Ja, und je südlicher du in deine südlichen Länder kommst, ne, umso mehr arabisches Blut ist da ja in der Leid. Ne? Aber wie die Männer da mit ihrer Frau umgehen. Ne? Da kannst du dir eine Scheibe abschneiden. Sie wissen doch, wie es ist. Frauen können dich doch gerade, wenn es um Handtasche oder Schuh geht, treiben bis zum. Gibt es doch so ein Sprichwort. Reizen, bis das Blut kommt. Reizen, bis das Blut kommt. Ich meine, ich schlage einen Arme auf den Tisch, jo, aber die schlagen für Frauen. Ne? Die erstechen die. Ne? Oder bringen sie um. Gut, die Hannepaar, ne? Ich habe zum Hilde schon gesagt, du, unser mitteleuropäische Frau, hat noch gar nicht verstanden, dass sie aus dem Kröpfchen draus sind. Nee, es muss ja immer noch eine Handtasche sein, damit der arme Spanier was hat zum Klauen. Ist das Urlaub? Hm? Der Meierkurt sagt, er hätte es immer bereut, dass er seine Brille nicht dabei gehabt hätte. Haben sie auch Urlaub gemacht? An der Nordsee oder wo, ich weiß nicht, auch egal, sind sie am Strand entlang gelaufen. Auf einmal hätte seine Frau, das Roswitha, hätte gesagt, ach Gott, Satz, du leihe lauter Nackige. Sind die voll in einen FDH-Strand getappt? Ja, mit der Sandale. Der Meier kurz sagt, er hätte alles unscharf gesehen. Sagt er, ich habe nicht gesehen, ob das die Hohe unter der Achsel sind. Oder normales Deckhaar. Das Roswitha sagt, da hätte noch einer gerufen, Spanner. Dann hat es dem Kurt gesagt, wir können auch froh sein, dass der uns verwechselt. Sagt, so weit ist man schon, muss dich noch schämen, wenn du Kleider anhast. Der Meierkurt sagt, die, wo weiter weggelegt haben, die hätte er deutlich gesehen. Ne? Sagt er, die waren scharf. Ja.
Aber Sarah, die war zu weit weg. Silde Saatshoss, wie der hätte gesagt, der Kurt war ganz nervös. Er wäre ganz aufgeregt gewesen. Er hätte sich schon erkundigt, was das kostet, wenn man sich dort die Aue scharf stellen lässt. Gibt's doch da jetzt, wo es da mit dem, sagt man dann, wie heißt denn das Ding? Laserstrahl oder, ne? Wie sagt man dann? Lasern, ne? Sagt man, Lasern. Gibt's, ne? Lasern. Also nicht Lise. Ne? Ah, nee, ich wäre schon, das bin ich froh, ich, ne? Arbeitskollege von mir, der hat einen Sohn, der ist noch klein, also ein kleiner Sohn, ne? Und der hat das an der Aue gemacht, Greto, mit dem Laserstrahl. Und er hätte Doktor bei der Untersuchung gefragt, liest der Kleine viel? Und deswegen habe ich gedacht, dass das da irgendwie zusammenhängt. Aber es ist jetzt auch egal. Wie ich das letzte Mal auf der Beerdigung war, das sind jetzt, naja, 3-4 Wochen her, habe ich in der Leichenhalle neben dem Sponhermann gestanden. Und da sah der Heinz, kennst du schon den Witz? Wo die Haushälterin zum Pacher sagt, Herr Pacher, wir haben beim Essen immer so viel übrig. Wir müssen uns entweder ein Kaplan holen oder ein Wutz. Der ist gut, ne? Der ist gut, ne? Der ist gut, oder? Kennt ich mich kaputt lachen, ne? Sie jetzt nicht so, ne? Ich finde den gut, ne? Zum Rufing Ottmar haben sie früher immer gesagt, war das noch ein junger Mann von 18, 20, der schöne Ottmar. Ich weiß noch gut, dass die Frau Spengler früher immer gesagt hat, das wäre so ein Mann für unser Herbert. Silde sagt, wenn der früher irgendwo aufgetaucht ist, waren die Mäde ganz aus dem Häuschen. Sagt, mir hätte der auch gefallen. Heißt er, dann wäre ich aber heute Witwe. Also jetzt mal praktisch gesehen. Ne? Wie hat's Hilde neulich gesagt? Man müsste sowieso viel mehr aus sich rausgehen. Also das mach schon. Schau, sag, ich halte noch die Tür auf. Oder wie hat es neulich gesagt, das war so ein Spruch. Ihm hätte das immer so gut gefallen wie früher, also ganz früher, wo die Leute noch Römer waren, ne? Wie sie die mit der Sänfte herumgetragen haben. Das hätte ihm immer so gut gefallen. Ich sag, mir, ich sag, für mich müsste die das Modell holen, Tommy extra scharf. Im Hofing Ottmar, sein Vater war ja Lehrer. Ne? War strenger Lehrer. Ne? Oh, 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 oh. Da hat es doch nichts mit PISA-Studien und so. Ne? Der hat gesagt, was Lernen ist. Ne? Der ist mit dem Steckedeich die Reihe, hat es gerabbelt. Ne? Obwohl nur der PISA-Studie sie mir hier durch, abstiegsgefährdet oder so. Ne? Obwohl, ich sah immer, die Kinder lernen ja von den Lehrern. Ne? So muss das auch mal sein. Weißt du? Ja. Die Kinder lernen von den Lehrern. Ne? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und wenn man sich nicht darum kümmert, wird er faul. Ne? Das ist ja in dem Sinn gesehen ein trauriges, ein Vertrauensverhältnis zwischen Lehrer und Schüler. Genau wie bei dem Blinde und dem Blindehund. Wie das Sprichwort schon sagt, wenn der Einäugige nichts sieht, nützt ihm auch nichts, wenn er König ist. Ne?
Wie hat neulich einer am Stammtisch gesagt? Ich weiß gar nicht, wer es war, ist auch egal. Lehrer gäb's nur deswegen, damit man die ganze Freizeit unterbringt. Ne? Der Bruder von einem Kollegen, vom Stefan, der ist im Gymnasium. Wie alt wird der sein? Die haben neulich mit der Klasse haben so Busfahrt gemacht nach München. So als Dings, wie sagt man dann, wo sie was dabei lernen sollen, wie sagt man dann, Studienfahrt oder so. Ne? Sind sie Freitag, sind sie fort und sonntags wieder zurück. Dann sind sie dort, die Strecke, die müsste sie kennen, die A6. Kaiserschlautere, Frankenthaler Dreieck, Sinsheim, weißt du, wo das Technikmuseum ist? Also sind vorbeigefahren. Ne? Da siehst du ja so vom Bus aus, von der Autobahn, siehst du das ja wunderbar. Ne? Muss halt nur im Bus aufstehen. Und dann weiter über Heilbronn, hoch in Richtung Nürnberg und kurz vor Nürnberg muss so irgendwo ein neues McDonald's aufgemacht haben. Ne? Und da haben sie das erste Mal angehalten. Ne? Und mittags sind sie weiter nach München. Ne? Jetzt hat es in München so furchtbar geregnet. Nee, der Lehrer hat gesagt, das wird nichts bringen, wenn sie in der Stadt rumlaufen. Da hat sie dann das Hofbräuhaus besichtigt. Ins Deutsche Museum sind sie auch nicht, weil der Lehrer hat gesagt, da müsste man mindestens ein paar da drin rumlaufen, sonst steht das auch nichts bringen. Und die Abteilung, wo es dort den Blitz selbst macht, die hat zugehört. Die haben ja da im Deutschen Museum eine Abteilung, wo es den Blitz selbst macht. So als Anschauungs-, also so halt zum Gucken. Ne? Ja, das muss ganz interessant sein. Die hätte da so Käfig an der Decke, mir da gesagt, Fahrradkäfig. Ne? Ich habe das mal im Zirkus gesehen, da sind sie aber mit Motorrädern drin rumgefahren. Ne? Ja, und wie gesagt, die Abteilung hätte zugehört. Ne? Zum Glück hat es oben in München ein Gewitter gegeben. Na, die Schüler wenigstens ein bisschen was in der Hinsicht gesehen. Ne? Und der nächste Tag, wie gesagt, Sonntag sind sie wieder zurück. Ne? Sind sie über Dachau, also dort haben sie getankt. Ne? Und waren gehe oben noch einmal in der Nürnberger Gegend und sind auch noch einmal da in das McDonald's. Ne? Das ist der Lehrer nicht. Der ist im Bus geblieben, weil der hätte sich vom Frühstück 4 hart gekochte Eier mitgenommen. Ne? Und seine Frau hätte einen Rollkeks im Gepäck gehabt. Ne? Jo, da sind sie oben, spät, um 10, ich weiß nicht, sind sie heimgekommen. Ne? Jetzt, was haben die Kinder gelernt? Dass eine Nürnberger Kante irgendwo einen McDonald's gibt, der freitags morgens und sonntags abends auf hat. Ne? So, jetzt kommt die Pizza-Studie, ne? Und sagt, setzen 6. Mit Recht, ne? Mit Recht. Montags und Dienstags war der Lehrer nicht in der Schule, er wäre krank, er hetzt von den hart gekochten Eier im Magen. Aber nur meins. Ne? Früher undenkbar. Hätte doch der Lehrer kein hart gekochte Eier gegessen. Also schon, aber dass der deswegen nicht in die Schule gegangen wäre. Ne? Tja, aber wie sagt man, andere Zeiten, andere Sitten. Ne? Ja? Andere Zeiten, andere Sitten. Früher haben ja dafür die Männer nicht heiraten gehen. Ne? Also gleichzeitig. wie sagen sie da? Homo-Ehe. Ne? Ach du lieber Gott, noch ein Mo, noch ein Nimmer.
brauchst auch noch so Klatsche. Die wissen doch nicht mehr, wie sie die Moral noch mit Füßen drehen sollen. Ist doch so. Also. Ist doch ein Schlag ins Nest des Kondor. Ja, und die Kinder sind die Leidtragenden. Stell dir mal vor, der Meierkurt wäre meine Frau. Das wäre dann nicht mehr der Meierkurt, wäre dann der Bäckerkurt. Gut, der wäre billiger, der braucht keinen Lockenwickler. Ne? Kurt mit weichem K und zartem T. Ne? Mein lieber Mann, mein lieber Mann. Wir haben ehrlich am Stammtisch mal drüber geschwätzt, so über diese ganze Krankheit. Da, ne? Und. Ah ja, wir können ja mal drüber schwätzen. Ne? Es ist nicht ansteckend, nicht? Aber unangenehm, ne? Ich habe damals am Stammtisch gesagt, wenn ein Bauer schwul ist, ne, dann ist der sein Eichniputz. Gut, ne? Ja, ich sag, dann ist die Drecksau sein Eichniputz. Ne? Na ja, gut. Ja, Schnaps getrunken, haben halt gelacht. Ne? Ja, Frau aber auch. Das gibt's bei der Frau auch. Nur das sagen sie, glaube ich, nicht schwul. Warum? Wie sagen sie da? Lästig. Obwohl Frauen haben ja doch mehr so den natürlichen Drang zur Ehe. Ne? Nee, die haben mehr so, wie gesagt, den natürlichen Drang, sich nützlich zu machen. Halt, ne? Ah ja, wie in der Natur der Biber. Ne? So ein Nutztier, ne? Nee, Frauen sind doch mehr natürlich veranlagt. Ich weiß nicht, macht mir da keinen Gedanke drum. Ne? Deswegen ist auch nicht immer eine Frau, oder anders gesehen, entweder sie geht heiraten oder sie bleibt zeitlebende Frau. Hm? Und dann muss man sich nicht wundern, wenn die auf so Ideen kommen. Hm? Ja. Ob unser Herrgott das mit der Homo-Ehe da so gewollt hat? Hm? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Aber bitte. Früher hast du müssen beichten gehen, heute tun sie an der gleichen Stelle heiraten. So weit sind wir schon. Ja. Oder wo sie immer drüber diskutieren, ob Paare heiraten dürfen. Von mir aus können die ruhig heiraten gehen. Können sich dann selbst trauen. Hm? Sowieso besser, wenn man sich selbst traut wie seiner Frau. Ne? Nee, hallo. Hallo, es war jetzt Spaß. Ne? Aber es stimmt. Ne? Ich werde es nicht mehr erleben, dass Paare heiraten dürfen, aber vielleicht sei Kinder. Ne? Da gibt es ja noch das andere Zeug. War so eine Sauerei. jetzt, wie sagen sie dann da dazu? Das wäre sie gar nicht kennen.
Hoffentlich. Heterosexuell. Das ist, wo sie da mit Kette. Und Lackleder. Ne? Gleich noch ein Fetter hinten drin. Sich ins Bett fesseln. Ich kann so schon nicht schlafen. Stell dir mal vor, ich tun's Hilde ins Bett fessle. Ne? Kommt einer dazu, sagt er, du schlachte. Ne? Naja, nee, weiß. Da, ne, aber. Oder ich will eine Flasche Bier trinken, kann schon alles mehr aufmachen. Ne? Ja, uns bringt ja nichts. Ne? Siehst du ja doch nicht so. Dunkel im Schlafzimmer. Laufe ihm. Hilde nachts im Dunkeln noch mit Kette noch. Meinst du, der ganze Schrank verkratzt? Und hast nicht eh mal getroffen? Ne? Müsst ich mir noch ein Letter Cup kaufen? Ich habe kein Geld. Heute da bist du nicht mehr normal, wenn du normal verheiratest. Ist ja so. Der Erich sagt, er war neulich in, ich weiß nicht wo, ich eine größere Stadt, sei egal, sagt er, dort war eine Sexmesse. Ich sag, was soll denn das denn? Hat der Pacher nackig gepredigt. Nein, hat er an sich runtergeguckt und gesagt, da fehlt dir die Hälfte vom Kreuz. Die Welt ist verreckt. Ne? So, jetzt gehe ich mal gucken, ob's Hilde schon mein Letteranzug, mein dunkler Anzug rausgehängt hat für die Beerdigung. Gut, also bis gleich. Was mich an den ganzen Beerdigungen halt immer stört, ist die Umzieherei. Dass man um 2:30 Beerdigung und um 3:30 und kannst das ja nicht aussuchen. Ne? Muss schon mit der Beerdigung gehen, wo der Verstorbene dazu passt. Der Spengler Richard, der ist ja noch Präsident vom Fasnachtsverein, dem seine Mutter ist vor ein paar Jahren in der Woche vor der Fasnacht gestorben. Ne? Kannst du ja denken, dass der Richard neben der Kapp war. Sah er jetzt hätte die paar da auch noch warten können. Also bis Aschermittwoch. Ne?
Weil da ist ja der Fasnachtskarnevalist oder wie man sagt, sowieso in Trauer. Ne? Ich war mal beim Rufing Ottmar daheim, also wie er noch gelebt hat, weil er hat sich damals in seiner Garage an die Dexo-Steroporplatte gemacht. Und da habe ich gesagt, Ottmar, das kann ich dir machen. Die Steroporplatte hat er von seinem Schwager, der schafft einen so einen Baustoffmarkt. Und der hat gesagt, er könnte ihm die Steroporplatte mitbringen. Sein Chef hätte auch nichts dagegen, weil der wüsste nichts davon. Naja, dann habe ich ihm die Styroporplatte an die Decke gemacht, dann habe ich eine Ferze da drei Wochen später noch einmal getroffen. Dann sah der, er hätte sich die Garagedeck jetzt gestrichen. Also, wir haben doch erst vor Ferze da drei Wochen die Styroporplatte da dran gemacht. Sah der, ja, die wäre abgefallen. Na, ich sagte, was? Wie? All. Dann sah der, nee, nicht all, bis auf drei, vier. Hi, sagt, ich wollte dabei aber auch sagen. Ich habe gesagt, die haben doch mir erst dort dran gemacht. Ich habe gesagt, gut, so Styroporplatte halle auch nicht ewig. Ich habe gesagt, da hat der Schwager uns die falsche Styroporplatte besorgt. Sagt er, nee, er hätte gesagt, mir hätte der falsche Kleber benutzt. Bin ich mal hin, habe mir die Garagedeck angeguckt, war sein Schwager Ado, steht da mitten in der Garage, die Hände so in die Ringe, ne? Guckt nur oben und sagt, da waren mal wieder die Richtigen am Werk. Er sagt, ganz genau. Er sagt, sauber. Er sagt, ordentliche Früherkennung. Er sagt, wer hat uns dann die Styroporplatte besorgt? Sagt er, ja, ich habe dem Ottmar jetzt die Decke gestrichen, da ist jetzt Ruhe. Er sagt, Moment. Er sagt, einer Leserbrief hätte ich noch. Er sagt, man kann ja versuchen, schlau zu sein. Das ist im Moment noch straffrei. Er sagt, jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, der bläder ist. Und dafür stehe ich im Moment nicht zur Verfügung. Ich habe gesagt, die Farbe blättert. Und nicht nur in raue Menge, sondern auch in nächster Kürze. Ich habe gesagt, du hast die Farbe über die Klebereste gestrichen. Und zwar punzweiß. Also die blättert. Also da war mal wieder der Richtige am Werk. Ausrufungszeichen in Lebensgröße. Das sind so die Richtigen. Bringt mir der Saft auf, ne? Das falsche Material. Und wenn er kennt mit Hochdeutsch, sprich die Garagedecke noch wieder. Das ist doch dasselbe, wie wenn die Krankenschwester im Operationssaal dem Doktor statt dem Messer Filzstift gibt. Da macht der Strich auf den Bauch, aber kein Schnitt. Hat der Patient verschmiert, aber nicht zensiert. Ich habe damals zu ihm gesagt, wenn man schon auf den Putz kloppt, muss man auch gucken, dass er halt. Sonst ist der Lack ab. Aber sich über so leid aufzuregen, hätte die Perlen zur Sau gemacht. Ne? Da fällt mir gerade was hin. Wissen Sie, was Hodenbrellung auf Japanisch ist? Fuji Kawasaki. Nee, ist mir nur gerade so hingefallen. Nee, es war jetzt. Ist in Ordnung. Komm, hör auf. Oder neulich am Stammtisch, der Erich, und der hat als Dinger. Du, der bringt als Dinger. Der erzählt also so wutzige Witze. Ne? Aber. Aus der unterste Schublade. Weißt du, wo die Gürtel leier? Ne? Sada, was heißt denn Kondom auf Japanisch? Eng Ding.
Das ist typisch Erich. Das ist typisch Erich. Das sind so dem sei. Oder hat noch so ins Warnmund. Was heißt denn Kondom auf Schwedisch? Pippi Langstrumpf. Ja. Das ist so im Erich sei. Ne? Das gehört doch so zu dem seinem Sprachreservoir. Ne? Aber jetzt mal abgesehen davon. Ich habe neulich noch zum Hilde gesagt, du mischt allmählich mit dem Stefan über sowas schwätze. Der geht in letzter Zeit oben sind wir öfter fort. Und dann sagt Hilde, nee, das müsste ich machen. Das wäre eine Männerkrankheit. Angelegenheit. Jetzt habe ich mir überlegt, wie, ich meine, du kannst ja deine Bub damit nicht überfallen. Da habe ich ein Flasch Bier getrunken. Und da habe ich mir dann mal vorgeknöpft. Ne? Also wenn du oben so fort gehst, wer ist denn da so alles dabei? Und er sagt, kennst du doch, der Tom, der David, wie der andere heißt, weiß ich jetzt nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, und sonst niemand. Dann sagt er, jo, sie würde also noch welche treffen. Dann sagt er, warum will ich denn das wissen? Und dann habe ich gesagt, dann habe ich schon gemerkt, so kommst du dem nicht bei. Hat der regelrecht dicht gemacht. Ich habe gesagt, geh schon als noch ins Hallebad. Und dann sagt er, jo, warum? Dann habe ich gesagt, nee. Dann habe ich gesagt, und dann geh schon einfach so ins Wasser. Sagt er, nee, er geht sich vorher abbrause. Ich sag, jo, nee. Ich wollte mich jetzt da auch nicht so drauf versteifen. Ne? Wollte das mir so, sagt man dann, ein Glied nur um andere. Ne? Ich hab gesagt, gehen ihr da halt ohne ihn hin. Ich hab gesagt, versuch's mal von der Seite. Ne? Sagte Stefan, wo? Hei, sagt, ins Wasser, zieh ihr Kennbadekapp an. Ne, sagt er, ah, doch, hei, sagt, sieh schon, hei, sagt, in die Badekapp ist, also, die zieht man an, ja, zum Schutz, ne? Dass halt kein Hoher ins Becken komme. Ne? Ich wollte das Thema jetzt auch nicht so beim Wort fassen. Ne? Ich habe gedacht, wenn ich zu direkt bin, fangt er vielleicht an zu heilen. Wichtig ist ja, dass man mit den jungen Leuten da überhaupt darüber schwätzt. Ja. Nur so kann ich ja vermeiden, dass er später mal heterosexuell wäre. Ja. Ich habe zum Hilde gesagt, wenn ich wüsste, würde ich ihm das Päckchen geben. Ja. Dann sagt Hilde, ach Gott, wo hast dann du die Dinger her? Also, die habe ich doch damals kurz vor unserer Verlobung gekauft. Die sind ja praktisch, kann ich sagen, noch nein. Ja? Jo, ich habe mir ja damals extra 5er-Packung gekauft. Ne? Ah ja, weißt du nicht, wie lange du verheiratet bist? Ne?
Ich habe zum Stefan gesagt, wie ich gemerkt habe, dass er sich da so ein bisschen verarscheniert. Ne? Da habe ich gesagt, wenn man so Dinger braucht, ne? Also das muss man richtig vorbereiten. Ne? Da habe ich gesagt, wenn du merkst, dass keiner guckt, ne? Schmeißt du Geld in den Automat, Schublad raus, fertig. Ne? Also wenn dann doch einer dazukommt, kannst du immer noch sagen, ach, kurz in die Zigarette so klein war. Also machst du noch dort die neumodische Aufkleber drauf, wo es jetzt überall drauf machen müssen und so. Weiß nicht, Vögel sterben früher. Nicht? Oder? Ich weiß nicht, was so alles drauf pappe, du. Alte haben keine Haut oder ich weiß es nicht. Und es sagte Stefan, Vater, ich weiß beim besten Willen nicht, was du willst. Heinz und Hilde gesagt, siehst du, der Bub ist noch viel zu jung für sowas. Ich sagte, der macht sich über sowas noch gar keinen Gedanke. Also wir können ja später noch mal mit ihm drüber schwätzen, an der Oster oder... Ja, aber sehen Sie, das ist gar nicht so einfach, nicht? Wenn man da in dem, im Teambereich da läuft. Kannst du bei den jungen Leuten unter Umständen mehr kaputt machen, ne? Wie man. Tja. Nö. Ich habe gedacht, bevor der doch noch in so eine Sechslade da geht, ne? Da, wie heißt dann da, Beate UPS oder, ne? Wichtig ist ja, wie man drüber schwätzt. Mein Vater hätte mit mir über sowas nicht geschwätzt. Im Leben nicht. Geliefert. Der hätte gesagt, und dann? Hast du ja gar nicht getraut zu fragen. Das war ja früher in dem Sinn noch gar nicht so entwickelt mit einer Automate. Ich habe mir Meier Kuttmusch, ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema kommen sind. Da hat er alles drum herum geschwätzt. Dann sagt er, ja, ich soll es aber niemand weitererzählen. Er wäre als kleiner Bubmo von einer Frau. Ja, sexuell. Ich will jetzt auch keinen Namen nennen. Ich nehme an, dass ich St. Meyers Maria gar nicht kenne. Das war dem sein Lehrerin, ne? Die hat ihm da ab und zu Nachhilfeunterricht im Rechnen gegeben. Ne? Tja. Der Meier kurz sagt, deswegen hätte er früher einen Mittelscheitel gehabt. Ne? Weil sie hätte immer gesagt, gell, sagst aber nichts. Ne? Er sagt, ich habe zwar nicht keine besser rechnen, aber er hätte keine mit einer Hand an der Bluse die Knöpfe aufmachen. Ne? Ja, sagt er, um eine ältere Hand das noch bezahlt. Ne? Ich sag, gut, die hatte ich nicht verführt, die hatte ich entführt. Ich sag, das war's Lösegeld. Ne? Macht mir nur so sehr Spaß. Ne? Na ja, gut, kann schon auch mal Spaß machen. Ne? Auf der anderen Seite muss man sich nicht wundern. Wenn die Kinder dann diese Krankheit haben, so, wie sagt man dann, gibt es doch so, nein, ich noch entweder heißt im Fernsehen gelesen oder in der Zeitung gehört. Gar nicht so lang her, jetzt warten wir.
Ah, du. Legasthenie. Das ist der Artikel. Ja. Haben sich rumgesetzt. Legasthenie ist eine Lese-Rechtschreib-Schwäche. Geht Rechnerart zu, ne? Legasthenie ist eine spezielle, aus dem Rahmen der üblichen Leistungen fallende Schwäche im Erlernen des Lesens bei sonst intakter oder im Verhältnis zur Lese. Und du lieber Gott, noch ein. Im Verhältnis zur Lesefähigkeit relativ guter Intelligenz. Also der Meierkurt kennen Sie doch nicht gemeint haben. Als Ursache der Legasthenie werden verschiedene Faktoren genannt. Sie liegen teilweise in der kindlichen Persönlichkeit. Das ist das, was die ganze Zeit gesagt haben. Ne? Teilweise aber auch in der familiären Sozialstation, Sozialisation des Kindes. So, jetzt pass auf. Besondere Beachtung verdient die Zurückführung der Legasthenie auf eine Lehrschwäche. Das heißt also, die Lehrerin hat für den Bub eine Schwäche gehabt. Damit damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass sich Legasthene Störungen zumindest teilweise auf einen unqualifizierten Leseunterricht sowie die gesamte schulische Umwelt zurückführen lassen. Das muss man sich immer vorstellen. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Kinder dann dort diese ganze Krankheiten haben, nicht, wie Leseschwäche, Rückenschmerzen, krumme Finger und was man da alles so. Ne? Ja. Vielleicht hängt das aber auch noch da mit dem anderen Zeichen zusammen. Das habe ich auch in der Zeitung gelesen. Wie haben sie das genannt? Gene. Das wäre, was soll ich das jetzt erklären? Wie haben sie geschrieben? So dünne, lange Fäden mit so Knöpf dran. Und die dehnte sich wie eine Spiralfeder in dir durch dich durchschlängele. Und dort dir das ganze Zeug dran sitze, was man so in sich hat. Ne? Und dann könnte die genau sagen, was du später mal erbst. Jetzt, wie haben sie geschrieben, das Herz geht aus Blutbumpe, in die Lunge geht mal atmen und das geht zu der ganzen Bewegung führen. Nicht? Und dann käme halt noch die Veranlagung dazu, also der eine bewegt sich schneller, der andere weniger schnell, nicht? Oder wie der Meierkurt, gar nicht. Der hat an der Stelle in der Fede wahrscheinlich Knot oder ich will es nicht. Ja, man lacht, nicht? Man lacht. Mein Vater war im Kirchenchor und ich gehe auch als Gehre in der Trinke. Hm? Da haben sie doch in dem Zusammenhang doch noch so einen Tierversuch gehabt in der Zeitung. Das war
Da haben sie ein Huhn eingesperrt in den Käfig. Und das hätte mit seinem Schnabel müssen auf so eine Taste picken. Dann wäre ein Licht angegangen und dann erst hätte es keiner gekriegt. Aber mir ist besser, ne? Das Licht im Kühlschrank geht automatisch an. Ja, ist gut. Ja, es gibt aber auch Fehlentwicklungen in der Erbgenveranlagung. Ne? Ich kenne einen, der sitzt zeitlebens im Rollstuhl. Aber sein Sohn spielt Fußball. Jetzt, wo hat der Bub das her? Er kann froh sein. Aber ob er gesund ist, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Oder der Ding, wie heißt er dann? Der Schombachwalder. Schafft bei der Stadt, hat Schlafstörungen. Die Menschheit richtet sich zunichte. Ne? Ich habe zum Hilde schon gesagt, ich steht vielleicht noch mal gar keiner drin gehen. Was will ich machen? Es vererbt. Ne? Ich habe schon gesagt, wenn man von der Natur so gezwungen wird, ne, müsste man das eigentlich beim Lohnsteuerjahresvergleich, ne, unter besondere Aufbietungen anhage, abkreise. Ne? Das mit den Genen hat es früher wahrscheinlich auch schon gegeben. Nur da hat sich keiner drum gekümmert. Ne? Genauso wie sie damals das plötzlich mit ihrer Kalorie erfunden haben. Ja, ich habe bis heute noch keinen gesehen. Die haben sie irgendwann, haben sie die hier umgenannt in Jaul. Ne? War plötzlich von heute auf morgen war ein PS, eine Kalorie so und so viel Jaul. Ne? Ich habe schon ein paar Mal gesagt, wie sie gemerkt haben, dass das nicht funktioniert, haben sie den Euro ingefriert. Ne? Genauso wie sie damals das Geschiss gemacht haben mit ihrem Jahre 2000. Das ist auch schon 4 Jahre her. Ne? Also. Wie ich so ein kleiner Bub war, da war eine Schokoladepackung, waren immer so Fotos mit so Abbildungen. Nicht? Und da hast du dann gesehen, wie es im Jahre 2000 immer aussieht. Hast gedenkt, es steht nur noch Planierraub in die Gegend rumfliehen und an der Bushalte stellt jeder Hubschrauber stehen. Ja, und was ist? Die Salzstreuer sind nach wie vor verstoppt. Und wenn man nachts das Licht anlässt und das Fenster aufmacht, kommen Mutterin und kein UFOs. Nicht? Die haben ja gemacht, als die das im Jahre 2000 das Briefpapier mit Laserstrahlen zuschießen. Ich finde ja immer noch das Beste, die Kuverts, wo man da so ableckt. Ne? Jo, das pappt immer noch das Beste. Ne? Gibt es da so Kuverts mit so einem Klebstreifen, der ist selbst pappend, ne? Mit so einem Papierstreifen drüber, damit das Kuvert nicht zuklebt, wenn der Brief noch aufsehen muss. Ne? Der Klebstreifer halt hier nur den Papierstreifer. Ne? Du musst nicht denken, dass das Kuvert später zuhält. Ne? Du kannst praktisch sagen, theoretisch ist es vielleicht modern. Aber ob es auch praktisch ist, ne? Ist oft nur theoretisch. Ne? Ich sage immer mal, bleib da bei seinem bewährten Denken, fertig ab. Ne? Deswegen sage ich zum Hilde immer wieder, ist das Zuverlässigste für den Blinden nach wie vor der blinde Hund. Weil Hilde sagt immer, ja, noch besser wäre es ja, wenn eine andere Person auf den Blinde aufpassen würde. Da sage ich immer, jo, noch besser wäre es, wenn er gar nicht blind wäre. Könnte er selber auf sich aufpassen. Könnte er sich immer noch einen Hund holen.
Und der kennt ja dann Blinsinn. Oder er zieht den toten Delfin hinter sich her. Oder? Ah ja, du lieber Gott, ist doch. Boah. Apropos Dodefon. Wir waren neulich in Kafe, im Kaufhaus, stehe nicht da, habe ich einen Anzug angehabt, einen Schlips. Kommt einer, sagt er, Entschuldigung, wo finde ich denn die Popmusik? Nein, es hat keine Ahnung, ich sehe das zeichnet. Sagt er, dann könnten Sie mir wenigstens sagen, wo die CD-Abteilung ist. Er sagt, nee, das kann ich auch nicht. Sagt er, ich habe selten einen so unfreundlichen Verkäufer gesehen. Er sagt, ich habe selten so einen blinder Kunde gesehen. Er sagt, ich warte auf meine Frau. Die kaufte hier eine Unterhose. Dann sagt er, ja, das konnte ich ja nicht wissen. Er sagt, sie ist ja nicht verpflichtet, Ihnen das zu sagen. Arrivederci. Ich heiße Schlecker, heißen Sie Arschlecker. Was ich dort damit sagen wollte. Du musst heute da aufpassen, wenn sie dich einfach durch so anschwätzen. Schnell der Geldfahrt. Bei uns neulich an der Haustür einer geklingelt, ausländischer Akzent. Also am Klingeln hast du nicht gemerkt, nicht? Aber. Dunkler Daumen, ne? Gut, kann a Dreck sein. Ne? Wie? Du gebe Geld für einen armen Mann. Oh, er sagt, nee, mir klaue nix. Der wieder zugemacht. Sagt Hilde später, wer war denn das? Oh, ich sagt, oh, was weiß dann ich? Sagt Hilde, jo, mal weiß, wer das war, dann ist es so besser. Ne? Sagt, wenn ich allein bin, ich mache nie auf. Ich sag, jetzt weiß ich auch, wieso mir zeitweise kein Post kriegen. Aber wenn es so willst, kannst du heute nur noch bezahlen, spendieren, Geld ausgeben, spenden und am Schluss tust du selbst an Notdurft leiden. Ne? Wisst ihr, was ich Ihnen sage? Wisst ihr, was ich Ihnen sage? Das kann ich dir sagen. Vorsicht, Mutter, in der Porzellankiste. Ja? Wenn man durch den Stadtpark ganz durchgeht, kommt man doch auf der anderen Seite in die Fußgängerzone. Wisst ihr, wo die Autos nur rechts parken dürfen. Und da haben sie am vergangenen Samstag Veranstaltung gehabt. Wie haben sie das genannt? Tag der europäischen Völker. Die Hermann hat mir das erzählt. So hat er da auch Getränkestände und Weinstände. Ne? Und auch so Musikgruppe, sah er da war. Da war auch die eine Musikgruppe, die kennen Sie auch. Das sind die, die immer da mit den Flöten und den Trommeln da, weißt du? Wo immer so Teppiche umhängen haben. Der Hermann sagt, er wüsste jetzt nicht genau, wo die her wäre. Er hätte gehört, die wäre aus, wie hat er gesagt, Peru. Sagt er aber, der VW-Bus, wo sie dabei gehabt haben, hatte mehr in seiner Nummer gehabt. Ja, das hat aber auch noch so andere Gruppe und Truppe. Das eine sagt, da war eine polnische Truppe, die hätte so Taschendiebtricks vorgeführt. Ne? Sagt er, bevor die Leute geklatscht haben, waren die schon wieder fort. Ne? Die hätte mittags hätte sie noch eine Vorstellung gehabt beim Aldi. Ne?
Und da hätte anschließend der Geschäftsführer vom Aldi gesagt, wenn der Laden schon mal leer ist, können wir auch streichen. Ne? Ja, das hätte alles mitgenommen. Also Meerrettich, Fisch, Senf, Fisch, Paprika, Fisch, Silberfisch, alles war gut. Die Putzfrau hat gesagt, soll man die Butter abputzen? Na, der Geschäftsführer vom Aldi gesagt, ja, sind ihr da Platte? Er hat nur gesagt, hebe die Verfuchung auf für die Versicherung. Ja. Da war noch eine türkische Truppe da, ne? Die haben da so Messerwerfe gemacht. In die Läden hin. Ne? Naja, dass man halt ein bisschen zusammenhält. Ne? Und da war noch eine deutsche Truppe da, die hätte so Straßentheater gemacht. Ne? Und Hermann sagt, da hätte Himmel und Menschen gestanden. Ne? Sagt er, das waren vier Mann, ne? Hätte Glatz gehabt. Und ein bisschen höhere Schuhe. Ne? Und die hätte da Näher zusammengeschlagen. So, also spielend halt. Ne? Und der Näher, der Hermann sagt, der Näher hat halt den wenigsten Text gehabt. Ne? Jo, der hätte immer nur müssen so jammern und so. Ne? Und das kennen die ja gut. Ne? Also der Hermann sah, das wäre unheimlich gut ankommen. Ich habe noch gesagt, du Hermann, vielleicht war das echt. Da sagt er, ach was, da wäre doch die Polizei kommen. Sagt, die hat doch gerade neben dran gestanden. Die haben da einen Einsatz gehabt bei der Musikgruppe, wo ich gerade erzählt habe, weil irgendein Geschäft hätte sich beschwert, die würde zu nah am Eingang stehen. Ne? Geht ja auch nicht. Ne? Ja, du musst bei deiner ausländischen Gruppe musst du aufpassen. Die spiele dir vorne Musik ins Gesicht und hinten demonstriere. Ja, unter uns jetzt mal. Zählt ja keiner zu. Ne? Also. Kannst du nämlich auch so Demonstrationen gehabt wie rettet die Regenwälder. Ja, ich wäre froh, wenn es manchmal in meinem Garten regnet. Däht. Also, dumm Zeich. Damals, wie im Osten dort das Hochwasser war, ne, hat ja der Hermann eine Floßfahrt gemacht. Ne? Mit der Wohnzimmer dir. Von Bitterfeld, nee, von Dresden aus ist er, von Dresden über Bitterfeld bis kurz vor Hamburg. Und ist dann mit dem technischen Hilfswerk wieder zurückgefahren. Ne? Er sah, zum Glück habe ich den ADAC-Schutzbrief dabei gehabt. Ne? So, mache ich mich allmählich mal nochmal auf die Socke. Da ich eine Leiche halt noch Platz kriegen. Ah ja, wenn es rein, da ich im Trockenen stehe. Ne? Ich überlege mir die ganze Zeit schon, ob ich jetzt einen Mantel anziehen soll oder ein Schirm mitnehmen soll. Wenn es nicht viel regnet, reicht der Mantel. Ne? Müsste ich nicht die ganze Zeit den Schirm rumschleppen. Wenn es viel regnet, ist der Mantel blöd. Ne? Da muss nur noch einer vorne dran oder neben dran den Schirm aufspannen. Tropst dir alles auf den Mantel. Ne? Ja, dann hast du's. Ist der Mantel verplackt. Ne? Scheint in der Mantel erst eine Reinigung gehabt. Wie ich eine abholen wollte, lege ich den Zettel hin, sah die Blues ist noch nicht fertig. Die Heidelbeerflecke sind nicht richtig herausgegangen. Heißt, ich will meinen Mantel abholen. Sah sie, nee, das ist weiße Blues mit vorne runter, wie hat sie gesagt, auf Brustlänge wäre Heidelbeerplagge. Sah sie, aber den hellgrünen Rock können sie schon mitnehmen. Ich habe gesagt, ich habe ausschließlich ein Mandel. Do. Das ist ein dunkel, also blauer Popolinmandel. Ne guckt sie, ne sagt sie, ach, sie sind ja gar nicht die Frau Schistel.
Hai sagt nein. Hai sagt, und wenn, wäre ich der Herrschistl. Und der bin ich auch nicht. Und ich habe keine Frau mit Heidelbeerflecke. Also die Blues hat mit Heidelbeerplacke. Sagt sie, ach, awei, han ich sie verwechselt. Sagt sie, ich han noch gedenkt. Hai sagt, das war ein fahrlässiger Schnitzer. Sagt sie, aber sie gleiche dem Herr Schistel unheimlich genau. Der ist nur kleiner und kräftiger. Hat aber kein Kapp an. Hai sagt, ein mir zwei wäre oft mit Mulderpaul verwechselt. Der war früher kleiner und kräftig, der ist jetzt größer und nicht mehr so kräftig. Ne? Hat aber ab und zu Hut an. Ne, sagt sie, sehen Sie sich Han noch gedenkt von der Größe und alles. Ne? Sagt sie, jetzt könnte ich mich grad kaputt lachen. Und er sagt, geben Sie mal vorher mein Propolinmantel. Ich habe gesagt, ich lache dann im Auto weiter. Sagt sie, jo, die Blues hat ja die Frau Schistel abgegeben, nicht der Herr Schistel. Ne? Sagt sie, aber wenn sie die Herr Schistel wäre, würde ich Ihnen die Blues natürlich auch geben. Ne? Jetzt pass auf. Wie ich heimgekommen bin, sagt sie, Hilde, hast du meine weiße Blues auch mitgebracht? Hai sagt, was für weiße Blues. Sagt, einmal weiße Blues, da habe ich mir da vorne runter Erdbeere geschmiert. Hai sagt, nee, Heidelbeere. Hai sagt, geh ich in die Reinigung, melcht dich aber unter dem Namen Schistel. Sonst kriege ich die Blues nicht. Hai sagt, wenn ich die Deuchdrehe sage, wärst du Herr Becker, bringst du meinen Mandel mit. Darf mich nicht aufregen. Soll ich jetzt einen Mantel anziehen oder nicht? Oft, wo mir fortgehen, wo ich schon fix und fertig mit dem Zündschlüssel da stehen, wo es Hilde kommt und sagt, was soll ich denn anziehen? Es hätte nichts für anziehen. Dann sage ich immer, ey, dann bleibst du daheim. Neulich wollte mal fortgehen, ich stehe da, fix und fertig, kommt, sagt, soll ich das dunkelblaue Kostüm anziehen mit dem weißen Krache oder das Ockene? Ocknerne. Was mit dem Reißverschluss, soll ich das anziehen? Ja, ich sag, zieh ich das dunkelblaue an. Und dann sagt, ach, das sage ich jetzt nur, damit mal fortkomme. Hat dann das Ocknerne angezogen. Mhm. Im Auto, in der Erstkurve, sagt sie, ich glaube, ich hätte sie doch das Dunkelblaue anziehen. Heise, was habe ich da dann gesagt? Und er sagt, ach, bei dir weiß man nie, wo man dran ist. Sagt sie, ist das Ocknischere jetzt nicht schön? Heise, doch. Sagt sie, schöner wie das Dunkelblaue. Heise, jo. Sagt ja, und warum hast du dann gesagt, dass ich das Dunkelblaue anziehe? Ja. Ich habe gesagt, oh Hilde, heißt das nächste Mal ziehst du das Dunkelblaue an und ich das Ocknischerne. Leck mich am Arsch. Und in die Kapp geschiss. Entschuldigung für das Wort Kapp. Frauen und Kleider. Ne? Lieber Mann. Unter uns Männer. Wenn der Framor kommt und sagt, sie hätte genug Kleider, musst du sofort das Fieber messen. Rektal die Zunge raus und die. Der Meier kurz sagt, war wie du das Fiebermesse? Oral.
Also du, du alte Sau. Ja. Nee, wie gesagt, da musst du sofort das Fieber messen, dann stimmt irgendwas mit der Betriebstemperatur nicht. Ne? Entweder kommen sie da in die Mitleidkrise, nicht? Oder sie steht kurz vor dem Ding da. Wie heißt denn das, wo sie anfangen zu schwitzen? Krematorium. Oder, ach Gott, noch schlimmer, wenn sie keine Handtasche und keine Schuhe mehr kaufen. Kann ich gerade in Spanien anrufen, es gibt nichts mehr zu klauen. Oder rufst gleich beim Schreiner an. Gibst die Maße durch, ne? Also nicht die Hüfte, die Grundfläche. Ne? So, sie können jetzt machen, was sie wollen. Muss mich jetzt umziehen und fortgehen. Sie können sich so noch mal überlegen. Wir sehen nur die Beerdigung im Nebenzimmer vom katholischen Gemeindehaus. Ne? Ist immer ganz schön. Ne? Gut, also, vielleicht bis später. Glück auf.